Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. So, jetzt hört ihr auch Battlefront. Und wen ihr jetzt auch gleich hören werdet, das ist der Drachenbursche. Das bin dann wohl ich, glaube ich. Ja, genau. Wir spielen das Rogue One Scarif DLC jetzt auch endlich zusammen. Oh ja. Infiltration, Kampfläuferangriff, Gefecht, Jägerstaffel und Wendepunkt gibt es hier. Es gibt hier Jägerstaffel. Okay, Jägerstaffel habe ich ja noch nicht gespielt. Die anderen Modi habe ich schon mal gespielt. Andere Modi hast du alle gespielt? Sehr gut. Aber es war beim anderen DLC damals auch so. Ja, was? Ich bin mit dem Drachenkerl zusammen. Uhu. Oh mein Gott! So, jetzt darfst du die. Oh mein Gott! Das sieht schon sehr schön aus, oder? Musst du zugeben. Oh ja! Das ist jetzt Infiltration, allerdings Scarif Dschungel. Das heißt, das ist schon die zweite Stufe, glaube ich, ist das dann schon von dem Infiltration-Modus. Ah, okay. Das ist wie damals beim Todesstern. Du fliegst erst oben rum und dann bist du dann unten. Das Fliegen ist aber oben cooler, weil es in einem deutlich kleineren Bereich ist. Dadurch ist es deutlich actionreicher. Also, meiner Meinung nach, ist es besser als beim Todesstern. Okay, ich vertraue dir mal. Oh. Ich bin ich schuld, wenn es nicht so ist, gell? Ja. Okay, wir sind auf der Seite der Rebellen. Wir sind auf der Seite der Rebellen, ja Wahnsinn. Da können wir ja direkt mal reingehen, weil das dauert ja bei mir etwas mit dem Laden. Ja. Überall sind Trümmerteile. Vorsicht vor den Trümmerteilen, sag ich dir gleich, fliegst sie weiträumig. Nur weil da kein Trümmerteil ist, heißt es nicht, dass du deswegen nicht zerstört werden kannst in der Nähe. Ich bin nämlich ein paar Mal gestern da reingeflogen. Bilder. Ich kann es direkt schon überspringen. Alter, was sind das für schnelle Ladezeiten? Ich sag ja, die Ladezeiten haben sie auf jeden Fall deutlich verbessert. Also ich will aber nicht, weil das sind coole Bilder. Ich weiß, ich bin jetzt trotzdem schon reingegangen ins Spiel. Wie kannst du noch? Wir sind, glaube ich, noch relativ am Anfang. Also 10 Minuten haben wir Zeit, um durch dieses Loch da vorne durchzukommen mit dem U-Flügler. Okay, ich habe gar keinen U-Flügler. Ich habe auch keinen U-Flügler, den kriegt man nur ab und zu mal. Also ich hatte bisher einmal einen. Oh, okay. Fliegt man so. Okay. Ich glaube, ich habe da vorne einen. Ach, das ist ein Y-Wing-Symbol. Also ein Y-Wing-Symbol da vorne. Okay. Oh ja, jetzt fliegt er an meiner Seite. Hatte ich gerade einen Y-Wing an meiner Seite. Ah ja, das gibt Pipse. Das ist toll. Boom. Hallo? Was? Zielen funktioniert irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Echt? Bisschen vielleicht. Also ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut. Also meiner Meinung nach sind die Raumschlachten deutlich besser geworden. Au! Hä? Okay, dann zerstöre ich ihn halt einfach so. Bobby, meine Güte! Bobby, kein Problem hat mich damit abgeschossen, gemein. Oh. U-Flügler explodieren. Wo sind denn unsere U-Flügler? Ach, da oben ist einer. Also einer fliegt. Oh, ich da habe oben ein Leben. Schon. Du hast ein Leben? Seit wann hast du. Nein. Nee, ich meinte, wie hast du ein Leben bekommen? So meinte ich das eigentlich, das weiß ich nicht. Weil ich abgeschossen wurde. Schlau mal. Deswegen hast du ein Leben? Ja, ein Leben übrig. Eins von 100. Ach so, so meintest du. Ich dachte, du hast hier mehrere Leben, du bist hier die Katze. Nee. Oh, der erste hat es durchgeschafft von uns schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind harte Spoiler für einen Film. Schau dir den letzten an. Der verkackt es immer. Ja, ich habe es mir auch schon überlegt gehabt, ob es ein harter Spoiler ist für einen Film oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in dem Filmtrailer gesehen habe oder ob ich das schon mal in dem normalen Trailer hier gesehen habe. So, okay, jetzt sind wir hier unten. Genau. Okay. Tele-50er, ich wechsle nochmal die Waffe. Ich glaube, ich nehme mal, was nehme ich denn Schönes? Ein Dschungel. Ein Dschungel. Ich glaube, ich nehme mal die Blasterpistole und mach mal dann was mit. Achso, ich kann dann. Naja. Dann nehme ich doch nochmal den. Den hatten wir auch lange nicht mehr. Ach, nehme einen E11er. Ich glaube, ich versuche dann nochmal irgendwas freizuschalten. Was teilst du immer in der Gegner? Also dieses Mal. Wir müssen dieses Mal eines von diesen beiden Schiffen da oben einnehmen. Eine von diesen Kontrolldingern. Im Prinzip müssen wir den Kontrollpunkt einnehmen, dann explodiert was. Also im Prinzip geht es nur darum, den Kontrollpunkt einzunehmen, auch wenn zwei oben angezeigt sind. Okay. Das hat mich auch erst irritiert, weil ich gedacht habe, wir müssen zwei einnehmen, aber es reicht anscheinend, wenn man einen aktiviert von den beiden. Mhm. Gerade schon wieder nix. So, Geschütz erstmal down machen. Jawoll. Kaputtes Geschütz. Oh, das ist eine Dioxis-Granate. Kaputtes Geschütz ist gutes Geschütz, Len. Das weißt du ja, oder? Das ist heilen. Ja, genau. Richtig. Ich habe schon wieder zwei Assists bekommen. Zwei gleich. Ja. Nicht ich werd hier richtig verwöhnt. So, ich mach mal wieder meine Überhitzung, Überlastung, wie auch immer das hieß, an. Das war ja immer ganz witzig. Ich lauf mal in Länder hinterher. Schlechte Idee. Nicht unbedingt die beste Rakete Idee. Hat mich getroffen. Sollte aber erstmal eine. Oh fuck. Ich hab's noch gesehen. Ich wollte gerade in dem Moment bei dir starten. Dann starte ich halt bei dir, Mensch.
Na gut. Großer, da ist der Len. Mensch, wo ist denn der Drachenbusch schon wieder ganz am anderen Ende der Map oder was? Ich bin auch gerade eben erst gestartet, weil ich bei dir gestorben bin, bei dir starten wollte und dann warst du schon terminiert. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld, oder? Immer die anderen Länder, weißt du doch. Das war ja noch ein. So, okay. wo sind unsere Gegner? Das, Freunde? Das sind keine Ups, von uns. Falsche Granate, die wollte ich werfen. Das darf doch nicht wahr sein. Da oben ist aber einer von uns. Das ist der Typ. So, oh, da vorne sind einige. Da vorne sind einige Gegner. Einen habe ich erwischt. Okay. Die tun mir weh, Ich hab noch einen erwischt. Oh, der dritte erwischt mich dafür. Verdammt. Der stand da oben aber auch ganz gemein. Kommen wir wieder direkt beim Len 16 raus, damit macht es auch am meisten Spaß. Wenn man gemeinsam leidet. Es gibt übrigens auch eine neue Einheit. Also wenn die den Hauptbösewicht haben, den Helden, der hat dann auch so eine Beschützertruppe halt, wie Leia auch hatte. Nur sind die übelst geil, weil die haben... Ach, hier ist er sogar, wenn man vom Tasse spricht. Die haben nämlich unter anderem eine... Oh, ich hab... Oh Gott, ich hab den... Impuls... Wie heißt Granaten. Der? Naja, die fetten, die explodieren. Den hast du? Ja. Panzerbrecher nennt sich der. Das ist der Bösewicht aus dem... Ja, der Kendrick ist es. Kendrick? Ach, weiß schon, wie ich meine. Keine Ahnung. Krennic, glaube ich, heißt er. Ich hab mich für Rogue One überhaupt nicht informiert, also. Was? Ja, informiert bin ich auch nicht. Nein, ich ziele zu hoch. Das gilt so nicht. Ich lass mich da positiv überraschen. Was ist denn hier los? Gell? Anderer Blaster, ich muss mal zurück zu meinem DLT wechseln. Standardhand, ne, ich bleib jetzt erstmal bei der Hand. So. Kommen wir wieder beim Len 16 raus, dann sterben wir wenigstens beide. Jawohl. Gemeinsam. In den Abgrund. Für den. Ja. Für den König? Oder so, irgendwie. Für die Rebellion, denn. Für die Rebellion ist, glaube ich, ganz gut. Für die Rebellion. Für die Rebellion. Ich glaube, wir einigen uns auch für die Rebellion. Okay, wir haben es geschafft. Für die Rebellion. Das war's? Ja. Es ist aber noch die zweite Stufe, es kommt noch eine dritte. Alter, Skarif sieht immer noch so aus wie Rakata Prime. Stimmt, ja. So hart. Vor allem mit dem Turm. Rakata Prime. Rakata. Kota ist der andere Typ, das ist der aus Forza Unleashed. Kota. General Kota. Ich glaube, das wird so ziemlich das kürzeste Infiltration-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Okay. Jetzt geht's darum, Capture the Flag-mäßig diese Dinger zu holen, die Dartbänder zu holen und zurückzuholen. Also es ist wie damals halt, wo man dann R2 spielen musste. Hier muss man halt solche Dartdinger holen. Okay. Beziehungsweise man muss sie in dem Fall wohin bringen, wie ich gerade sehe. Zum Evakuierungspunkt. Richtig. Und die Gegner haben für gewöhnlich was dagegen, dass man die da hinbringt. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum. Okay, kann ich eigentlich auch nicht nachvollziehen. Gut, dass die Bäume nicht die Granaten aufhalten. Finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Jawohl, ich habe gleich einen erwischt. Ich hole mal unser Ding hier. Ich versuche mal hier ein bisschen Objective zu spielen. Ah. Okay, mach das. Aber ich bin... Nein, nicht noch einer! Nein! Da war es dann schon zu spät. Den ersten habe ich noch erwischt. Ah, da kamen sie alle um die Ecke rum. Ja, ich komm mal bei dir raus. Natürlich, bitte, mach das. Aber noch können wir es holen, noch liegt das Ding da rum, rechts. Das war das, wo ich herumgelaufen bin. Ja, es liegt rechts auch eins. Ja, rechts war das, was ich eigentlich nehmen wollte. Wow, ich bin heute so gut. Ja, weil man da... Hab ich das Gefühl. Wenn man es am... Wo steht der? Wenn man es am Anfang zum ersten Mal wieder spielt, dauert es immer ein bisschen, bis man wieder reinkommt. Ach, da oben campt der Sack. Hörst du auf. Jetzt ist er runter. Ah, wo ist er? Wo ist er? Ach, direkt da ist er. Vor dir. Ja, hab mich im Nahkampf erwischt. Hab ihn leider etwas zu spät gesehen. Komm wieder beim Land 16 was, raus. Feind? Nee, da oben ist ein Geschütz, irgendein blödes. Nein, nicht Feuer! Nicht Feuer! Nicht Feuer? Nee, ich bin schon wieder ins Feuer reingerollt. Das ist natürlich ungesund. Ja, das ist natürlich sehr ungesund. Das durfte ich dann auch feststellen. Ich hab das Gefühl, die überrennen uns hier gerade so ein bisschen. Gut, dass du es nicht weichgestellt hast. Ja. Schon wieder nur ein Leben. Heil mich! Komm her. Ich hätte dich geheilt, wenn du zu mir gekommen wärst. Ja, ich hab selber ein Heilding. Ach so. Ein Heildruiden. Aber der hat mich nicht geheilt. Jawoll! Kampfserie gestoppt. Ich hab einfach irgendwo hingeschossen, hat irgendwie funktioniert. Ich mag's, wenn man irgendwas macht und es funktioniert, obwohl man nicht mal weiß warum. Ja, irgendwo davon. Ah, da ist er. Okay, ist down. Ich hab immer noch Infanterie. Bleib mal noch ein bisschen hier. Ah, okay. Ich hab Feuer!
Ah, jetzt nimm doch das blöde Ding, Mensch. Der nimmt es nicht. Jetzt muss ich mich verarschen. Ja gut, der andere hat es geschafft hochzuheben. Ich konnte es irgendwie nicht hochheben, warum auch immer. Ah, Heilung ist eine gute Natürlich Idee. Natürlich nicht. Natürlich passiert dem. Wir müssen unseren blauen Freund hier eskortieren. Unseren blauen Freund? Hat er so viel getrunken? Nee, der hat sich blau angezogen. Ach Gott, das ist schon wieder so einer mit so einem blöden... Nein! Ah. Doch. Ich wollte ihm ich wollte ihm so schön richtig schön im Nahkampf, wollte ich ihm eins überziehen. Aber das hat dann leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was da hin? Muss doch da noch irgendwo sein. Wischen. Da ist er. Na, läuft ah! Ich sehe ihn. Halt einfach nicht aufnehmen. Ach, der DL44er funktioniert auch noch anscheinend. Oh Mann. Was ich hier abliefer, ist schon wieder ganz großes Drama, ey. Ganz großes Kino nennt sich das. Nee, das ist Drama bei mir. Achso. Drama kann ja auch Kino sein, aber es ist hier 6 zu 11, das ist halt schon... Kinodrama, ja. Wow. Das ist sehr dramatisch. Ja, wer rennt vor? Wer rennt das vor? Das ist sehr dramatisch an auch. Naja, es wird doch ein bisschen... Nein. Ich hab nicht gerecht. Okay. Was? Ich hab ihn selber gekillt. Wir sterben. Hab ich nicht vor. Schon genug. So. Ey, ich hänge fest. Ich hänge fest. Irgendwer hat mich mit den Droiden eingesperrt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Mann, ey. Sauerei, lass mich hier wieder raus. Na, jetzt bin ich auch noch tot. Oh, Mann, oh. Hab doch nur versucht, aus dem Droiden wieder rauszukommen. Ja, schön, euch alle. Hast du's gemacht. Ja, wunderschön. Schön hast du es gemacht. Am nächsten bist du auch drauf gegangen. Nehmen wir nochmal wieder einen 280er, glaube ich. Haben wir auch lange nicht mehr. Die Standard-Rebellenwaffe. Standard-Rebellenwaffe, das A-280. Da vorne sind da bestimmt irgendwo Gegner. Ah, schade, hab keinen getroffen. Natürlich. Fliegen da sogar. Ja, den habe ich auch gesehen. Bei Fliegen sind sie schon schwer zu treffen. Da vorne läuft der Kendrick, oder wie auch immer heißt. Krennic, ja, Krennic, glaube ich, heißt er. Bisschen angeschlossen. Ich vergesse es immer, wie er heißt. Ich und Namen, das ist immer ganz schlimm. Ja. Solange ich noch weiß, dass der Lens 16 heißt. Nein. Ich höre es auch schon piepen, das ist nichts Gutes. Da steht wahrscheinlich schon wieder irgendwo so ein wildes Geschütz rum oder so. Ja, ich sehe es. Ah, da oben, ja, ich sehe es auch. Ich finde, die Suchdruiden sollten mehr Punkte bringen, wenn man sie zählt. Wow, da sind sogar zwei hier gleich direkt. Ich hab dann die Oxys-Kanone geschmissen. Nein. Na komm, heil uns. Danke, Bruder. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Dieses Grünzeug ist so gemein, man sieht die teilweise echt halt gar nicht, die Gegner. Oh, ich hab da ein paar... Oh, schade. Ich habe ihn nie mal gesehen, den Typen. Oh, ich hab... So, Heilserie. Alle fünf Kameraden in einer Runde. Schon wieder nur den Assist, ihr wollt mich doch verkackeiern. Nein. Doch, das wollen die denn. Bin ich mir ganz sicher. Mist. Hinter dir! Oh, hinter mir. Direkt hinten sind zwei im Busch drinne. Direkt hinten, das ist nicht hinter mir, das war hinter mir links. Naja, es war hinter dir. Dann sag hinter mir links. Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Nicht schlecht, was hast du gemacht? Ja, ich weiß es nicht, ich glaube geheilt. Ah. Anscheinend was Gutes. Ich glaube genug geheilt. Heil mich. Wieder heil mich. Ja. Ich war's, aber kannst du mir später Danke sagen. Da steht auch schon wieder einer. Oh nee. Irgendwer stänkert hier schon wieder rum. Ja, das passt schon. Okay, passt vielleicht nicht ganz so. Ich glaube, der Len muss geheilt werden. Ach schon, ich habe einen Druiden. Der macht das auch. Da kommt schon wieder einer angerannt. Und ah, jetzt ist es. Ah. Assist. Oh Mann. Sie nannten ihn Meister der Assist. Ich spawn bei dir, ne? Ja. Ob es das Klügste ist, weiß ich nicht, aber da geht's da zumindest die Action ist hier. Müssen wir nur eins dieser Sachen hinbringen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, es reicht eins, ja. Bin mir ziemlich sicher, dass diese Mission gerade das Ende von Rogue One spoilert. Nein! Ziemlich sicher. Es wird wahrscheinlich irgendwas Entscheidendes auf jeden Fall sein hier auf Scarab, wenn da die Pläne sind, weil ich tippe mal, das sind die Pläne für Todesstern. Ja. Ja, ach echt? Was? Was? Ja, es können ja auch irgendwelche anderen Bänder sein. Verteidigt diese Datenbänder.
irgendwelche anderen ganz wichtigen Sachen, die unbedingt gerettet werden müssen. Die in Rogue One behandelt werden müssen. Ja, die entscheidend für die Story sind von Rogue One. Genau, wo die Idee von Rogue One Story war, begleiten wir mal die Rebellen, die die Pläne gestohlen haben. Das war übel, denn das ist genau auf dich zugeflogen. Ja, die ist genau neben mir gelandet. Genau. So, bin aber wieder bei dir. Schon wieder den Assist, ich glaub's nicht. Oh. Ihr wollt mich doch. Ich bin halt besser als du. Einfach mehr Lucky bist du. Nein, besser. Lucky. Besser. Lucky. Besser. Nee, Lucky. Das Einzige, was du bist, ist Lucky. Ganz. Besser. Besser. Escort hier, 39. Ja, so richtig weit ist aber noch keine von uns. Na gut, wir haben auch noch 5 Minuten. Von daher noch ist hier nichts verloren. Oh mein Gott, sind da viele. Naja. Nein! Unlucky. Ich hab die Granate noch in der Hand gehabt. Ich hab sie noch in der Hand gehabt. Du hast sie noch in der Hand gehabt? Ja. Ja, die stürmen jetzt hier echt unser Hauptding. Eigentlich müssten wir hier rauskommen. Diese stehen direkt vor unserer Haustür. Schlecht. Ja. Schlecht. Hi Serie, Trophäe erhalten. Noch. Ich hab jetzt auch die Truppen. Ah! Das ist der Malen Blow, das ist immer so gemein. Du denkst, du bist der Explosion entkommen und dann kommt dieser Rückschlag erst und dann bist du tot. Und dann bist du tot. Dann bist du erst richtig tot. Hui, Feuerwerk. Okay, die hätte niemanden treffen können. Ole, ole. Was ist da hin? Okay, der fliegt weg. Also Thermal Imploder, siehst du, sind deutlich mehr geworden. Dadurch, dass diese Verstärkungseinheiten von Krennic die auch haben. Als normale Ausrüstung. Ha, krass. Die sind halt echt geil, diese Typen. Die sind auch so komplett schwarz. Schwarze Rüstung komplett. Die sind echt cool. Also ich spiele die echt gern. Sie halten nicht so viel aus, aber dafür sind sie halt offensiv zu gebrauchen. Ich kann ziemlich gut vorstoßen. Dann stoßen wir mal vor. Jawohl. In der Mitte oder eher an den Seiten? Kämpft euch den Weg zum Exfiltrationspunkt frei. Hier einfach mal lang. Stimmt, so weit waren wir noch nie. Vorsicht vor uns! Ja. So weit waren wir noch nie. Hier ist so ruhig. Da unten ist einer. Da unten sind mehrere, glaube ich. Komm, Bot, heil ihn. Oh, mein Bot ist kaputt. Ja, ich auch gleich. Hinter uns. Jo. Ist down. Es ist klar, dass es wieder nur mich erwischt. Es ist so klar gewesen. Ja, dann kannst du ja bei mir spawnen. Ist ja überhaupt kein Problem. Mach ich auch. Bin schon da. So. Alle Drachenburschen sind schon da. Unten ist einer. Oh mein Gott, sind da viele. Ich hab nur einen gesehen gehabt. Viele Gegner. Ach, da unten. Oh, ja. Da jetzt ein Imploder. Rechts. Da jetzt ein Imploder rein. Oh. Ja, rechts, links, beides. Rechts, links, überall. Oh, ich hatte nichts. Ja, da bräuchte man den Imploder. So einen richtig schönen Imploder. Wir haben noch 3 Minuten. Wir sind. Eines scheint immerhin bei der Hälfte schon zu sein. Ich weiß noch nicht genau, welches. Eines verlieren wir gleich. Durch. Das ist der rechte. Das rechte verlieren wir gleich. Nicht durch. Das ist auch sehr schwer zu sehen. Und Granate und. Ja, Schallgranate war das, glaube ich, die ist neu. Ja, gut. Geh. Mist, der fliegt wieder weg. Wo ist der Sack hingeflogen? Ist hingeflogen. Mr. Bombastic, Elefantastic. Ist der zur Hölle ist der hingeflogen. Mann. Ich sehe nicht mehr, wo der hingeflogen ist, das macht mir Angst. Da kommen Granaten geflogen, das macht mir auch Angst. Bei dir kommt alles geflogen. Ja, hier ist auch alles an Gegnern. Ja, das ist schlecht. Ich bin einfach mal rausgerannt. Ja, die stehen da alle, da hast du keine Chance, das Ding zu holen. Keine Chance, nicht die geringste. Dark Bender verloren. Nein! Der hat so gut wie keine Lebensenergie mehr gehabt. Er hätte tot sein müssen. Mal bitte immer dieses Ding da ab. Ja, so wohl. Wir fallen ihm, glaube ich, langsam in den Rücken da. Wir kommen von mehreren Seiten. Das ist gut. Ich stell hier mal was auf das Vorsicht! Ah! Werf dir mal was Heilendes hin. Danke. Schade, ich dachte, ich krieg einen mit der Granate. Ah, kacke! Der ist es. Na komm, jetzt nochmal einen mit der Granate. Da muss ich doch erwischen. Ah, der ist wieder irgendwo abgeprallt! Ich spawn bei dir! Ich hab mich sogar weggerollt. Im Rollen hat er mich erwischt. Im Rollen. Ich wollte doch bei dir spawnen. Vorhin wurdest du ja mal von diesem Panzerbrecher erwischt, gell? Ja. Der ist richtig krass, der Panzerbrecher. Der killt dich mit einem Schuss, wenn er nur irgendwo Brustbereich oder so geht. Und dann fliegst du auch noch übelst zurück. Das What the? Richtig coole Waffe ist das. Okay.
Von links. Brauche aber ewig zum Nachladen. Ja, links, auf den habe ich schon geschossen. Den habe ich leider nicht ganz erwischt gehabt. Irgendwo da ist er. Da ist er, ich sehe ihn sogar. Da ist er. Da versteckt er sich. Komm mal raus aus deiner Ecke. Da ist ein. Geschütz. Darf mir wehtun. Oh oh, oh oh. Oh, der hat überhaupt keine Lebensenergie mehr. Ach, das Geschütz hat mich erwischt. Oh Mann, oh. Das Geschütz hat mich erwischt. Das ist aber gar nicht gesund. 14 zu 22. Oh, 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 oh. 14 zu 27. Ich bin überrascht, dass ich 14 Kills hab. Ja, ich auch. Oh, komm schon. Oi. Kommt alle her. Ich bin bereit. Wir haben noch 27 Sekunden und uns fehlt einiges. Ich glaube, das wird nichts mehr. Da müsste schon einer echt hier den Home Run machen. Den Homer? Den Homer. Den Homer Run. Nee, den Home Run müsste da irgendwer machen. Da hat gerade eben genau auf mich geschossen. So, nochmal einen killen. Komm, hau mal einen raus. Jawohl, den Spitzenspieler haben wir auch noch erwischt. Nein! Mich hat auch nochmal einer erwischt. Shot. Ich habe mich zumindest redlich bemüht. Ey, wir haben voll. Was? Wir haben verloren, ja. Hä? Aber oben ist voll. Stimmt, oben ist voll. Hä? Wir haben auch... Naja, das ist anscheinend eine Sekunde zu spät. Da hat wahrscheinlich noch ein bisschen was gefehlt. Wenn nicht viel, aber ein bisschen was zumindest. Aber du musst ein zugeben... Ein bisschen wenig. Du musst zugeben, der Infiltration-Modus ist eigentlich ganz okay hier. Also ich finde ihn zumindest... Also, Das im Raum ist auf jeden Fall spaßiger als beim Todesstern. Gut, da habe ich jetzt nicht viel gespielt. Ja, eben. Deswegen ja, weil es so kurz ist, also weil es eben kurzweilig ist, weil man nicht ewig rumfliegt da oben im Weltraum, sondern weil es eben nur eine kurze Schlacht ist, bis es halt einer durchschafft. Also klar, es kann natürlich bis zu 10 Minuten dauern, aber für gewöhnlich dauert es keine 10 Minuten. Siehst du, Ladezeit vorbei. Spiel startet in 60 Sekunden. Das ist ja, klar, aber die Ladezeit ist theoretisch trotzdem kürzer. Du kannst jetzt halt noch irgendwas Sinnvolles machen. Zum Beispiel fange ich jetzt mal wieder einen Huttenauftrag an, glaube ich. Versuche mal eine von den neuen Pistolen freizuschalten. Wo kann man die Hutten? Hier, ne? Ja. Was muss ich denn machen? Kranix-Waffe habe ich hier. Disruptor. Benutze 25 Killzellen, führe 30 Aktivkillungen durch. 20 Kills mit Präzisionsgewehren, okay. Yeah. Genau, weil ich ja auch immer mit Präzisionsgewehren spiele. Dann muss ich das hier austauschen durch... Oh Gott, das sind beides so Sachen, die ich nie benutze. Etwas, was ich noch nicht gekauft habe. Toll, Kühlzelle hier. Gib mir mal. Primärwaffen. Ich glaube, ich wechsle mal, was sind das? Gib meine... mir. Nehmen wir mal Dieter, oder? SC-14. Ja, Hartmann. Ah, das sind die Huttenaufträge. Komm, machen wir die. Alter, nehmen wir mal die Pistole. Bombe und Streugeschütze kommt auch Kühlzelle drauf. Ah. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.